So, weiter geht's mit Let's Play GTA Vice City und wir machen weiter mit der nächsten Mission für die Laffis, der Psychokiller. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. I am not joking again. It is heavy stuff, man. Heavy gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes you. Shut up, fool. Just eh? Get jazz bar and sheep. It's a love rocket thing, can. Wait, shut yeah, up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants Lovefist dead. Dead, Tommy. Lovefist gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you've got to save Lovefist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's going to try some monkey business there. So, fahren wir zum Auto, da gab es schon eine Versuche, den Irren zu finden. Wow. Das ist ja mega weit, die Nummer hier. Kurz vorm Ende. Ein bisschen Irren finden. Denn ich glaube, wir haben ihn gefunden. Und lass den Irren nicht entkommen. Na dann. Wow, das ist natürlich immer gut. Ich hab schon gedacht, der Bulle kratzt jetzt in mich wieder rein und dann du bist tot. Ja, aber wir sind sogar alleine. Okay, dann auch die können wir noch nicht kaufen, die Immobilie hier. Später kann man doch schon, das Filmstudio. Was fährt der denn überhaupt? Ah ja, ernsthaft, ich habe jetzt so drei Langweiler oder was? Verpisst euch jetzt! Natürlich! Natürlich hast du da den Kopf. Ich will jetzt mal diesen Typen da verfolgen. Gib mir den Miami so. Verpiss dich. Scheiße. Geschafft, die Mission. Ach, Gott sei Dank. Selber schuld, mein Freund. So, gut, dann haben wir die Nummer schon mal hinter uns. Und dann geht's weiter mit der nächsten Lovefist-Mission. Entschuldigung, natürlich. How you doing, mate? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention, we're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It would be great publicity. Very
me, and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? Später. Oh, ernsthaft. Jetzt müssen wir die Scheißmission mit den Bikern machen noch. Die dürfen wir noch vorher machen. Naja, gut, dann müssen wir die auch nochmal an die Nummer. Warte mal, Wegpunkt entfernen. Wo sind die Scheiß-Biker-Mission? Ist das hier das? Ja, ne? Ja, doch, das ist das, weil unsere Immobilie daneben ist. Also, wir müssen erstmal Biker-Missionchen machen. Eigentlich wollte ich schön entspannt ein paar Lovefest-Missionen noch weitermachen, also das Ding noch durchballern. Aber nein, da kommt jetzt noch was dazwischen, denn wir müssen jetzt bei. Warum ziehst du raus, du Idiot? So, wir müssen hier rüber. Entschuldigung. Entschuldigung. Moin. Wheels of Steel. Oh, das war. Scheiße, ich hab die weggedrückt. Ich wollte die gar nicht wegdrücken. Ich hab da eine Freeway oder Angel. Alles egal. Ich krieg's hin. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nicht wegdrücken. Es war ein bisschen zu schnell gedacht. Ein kleines Rennen. Naja, es ist schwer. Eigentlich nicht zumindest. Das Ding ist halt nur extrem schwammig. Boah, der Ball weg. Der ist tot. Also, oh, Cut. Wie sind wir denn überhaupt? Zweiter. Darf ich raten? Wir haben natürlich den Checkpoint verpasst. Scheiße. Jetzt sind wir noch nicht wieder Dritter. Na super. Verpiss dich. Ach du mit deiner Scheiß-Taxe da, ey. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder rankommen. Wie sind wir denn Zweiter? Was ist der denn? Ach da, okay. Also wieder. Jetzt sind wir jetzt Erster. Gut, dass die alle nicht fahren können. Gut, dass die Jungs nicht fahren können. Jawohl. Oh Mann, ey, ey, ist. Oh, da sind sie. Da steht einer von denen. Aber das ist eh wurscht. Das ist, glaube ich, der letzte oder was auch immer gewesen. Ich habe keine Ahnung. Gut, dass die NPCs es trotzdem nicht, auch nicht auf die Reihe kriegen. Oh, da sind sie schon. Ich dachte, ich könnte das hier in den schönen, entspannten Hause fahren, die Nummer. Die sind nämlich direkt alle drei anderen hinter mir. Aber es ist egal. Wir haben es trotzdem geschafft, ohne Probleme. So, dann haben wir das auch weg. Und dafür, dass wir noch ein kleines Rennen gefahren haben. Na, dann fahren wir, gehen wir mal weiter. Machen wir weiter. Das Chaos City. Rossetti, Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. It's a fight that's gonna settle this and bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right? It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. All right. All right. So. Ah, okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen. Den Menschen töten da eigentlich? Ja.
Ja. Was bist du von mir? Alter, ich muss mal hier weg. Alter, was bist du jetzt von mir? Wow. Bist unerfüllt. Alter Verwalter, Glück gehabt. Jetzt können wir nicht auch verrecken. Jetzt ist es mir egal. Jetzt haben wir die Mission aber geschafft. Für 5 Sterne. Alter. Ja, ist mir egal. Verwalter! Also wie gerade, wir haben keine Waffen mehr, ne? Oder? Ey, ich bin schon tot. Zoff. Ah. Jetzt müssen wir doch noch was machen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Haben wir einen in der Nähe? Hier vorne haben wir einen in der Nähe. Okay, die Straße runter. Das ist gut. Das ist gut. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Nein, nee, wir müssen ja eine Biker-Mission machen, ne? Wir müssen ja noch Biker-Missionchen machen. Machen wir ja auch. Wir kaufen jetzt erstmal noch ein bisschen Klamotten. Wir kaufen noch ein bisschen Dings ein. Machen Muni mit Muni ein und dann machen wir Feierabend für heute. Dann haben wir 20 Minuten. Wir haben 3 Missionen gemacht in dieser Folge. Ich vorrätig, ja klar. Präzisionsgewehr leider nicht. Aber wir kaufen ein. Gut, dann haben wir das auch. So, da fahren wir speichern, würde ich sagen. Ich muss gerade gucken, ob ich irgendwo speichern bin. Oh, das ist auch direkt in der Nähe. Supi! Das ist alles schön, dass es alles so nah beieinander ist, die Geschichte. Wir machen in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter, wie gesagt, mit Biker-Mission, das ist klar. Die müssen wir nämlich abschließen, damit wir weiter mit der Luffist-Mission machen. Also Biker und Luffist wird jetzt sowieso die nächsten Folgen machen. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Dann werden wir wahrscheinlich dann irgendwie wieder zum C fahren, weil da haben wir ja noch, da haben wir ja noch ein bisschen was zu erledigen für den guten Colonel. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA Vice City. Bis dann und tschüss.